Das Fürstengrab von Poing. Ein mehr als 3200 Jahre alter Schatz. Das überaus reich ausgestattete Grab eines jungen Mannes und seines prächtigen Wagens lag im Zentrum eines spätbronzezeitlichen Adelsfriedhofes, der sich am Ende des 13. Jahrhunderts vor Christus hier in der Schotterebene befunden hat. Seit seiner Entdeckung im Jahr 1989 gilt er als einer der bedeutendsten archäologischen Funde aus jener Zeit in Bayern. Am Ende der Bronzezeit vollzogen sich tiefgreifende gesellschaftliche Änderungen in Europa. Es waren unruhige Zeiten mit Kriegen und Völkerwanderungen. Die religiösen Vorstellungen wandelten sich radikal. Die Toten wurden nun auf einem Scheiterhaufen verbrannt. Innerhalb von nur 3 oder 4 Generationen wurden die bronzezeitlichen Kulturen Mitteleuropas umgestaltet. Es entstand die Urnenfelderkultur. Als Vertreter einer elitären Oberschicht wurde der junge Fürst in einer aufwendigen Zeremonie mit seinen Waffen und besonders reichen Beigaben bestattet. Der Prunkwagen für die Fahrt ins Jenseits, die Waffen, die Schirrungsteile zweier Pferde und die übrigen Grabbeigaben wurden mit dem Leichnam des jungen Mannes verbrannt. Die Bronzeteile wurden nach der Zeremonie in einem großen Keramikgefäß gesammelt. Die Größe der gefundenen Gebissstangen deutet auf ziemlich kleine Pferde des Gespannes hin, vergleichbar etwa mit heutigen Fjordponys. Nördlich der Alpen galt der vierrädrige Wagen in der späten Bronzezeit als neues und erstrangiges Statussymbol. Die Restaurierung auch der verbrannten Wagenteile ermöglichte die Rekonstruktion des Prunkwagens. Die mitgegebenen Gefäße waren für das rituelle Totenmahl bestimmt und betonen die besondere soziale Rolle des Gastmahls, wie es auch in den antiken Hochkulturen der Ägäis beschrieben wurde. Am Südrand des Totenhauses fand man Tongefäße und eine bronzene Siebtasse. Alles spiegelt die neue, aus dem Mittelmeerraum beeinflusste Ideenwelt am Ende der Bronzezeit wider. Woher kam dieser Reichtum? Wahrscheinlich kontrollierte der Poinger Fürst eine Handelsroute, über die wichtige Rohstoffe zur Herstellung von Bronze befördert wurden. Kupfererz aus den östlichen Alpen und Zinn aus Böhmen und Sachsen. Bernstein aus der Ostsee gelangte auf dem Landweg nach Bayern und von dort über die Alpen an die Adria. Von dort ging der Transport per Schiff oder über Land nach Süden bis in die mykenischen Gräber in der Ägäis, dem griechischen Festland und auf dem Peloponnes. Dies ist eines von mehr als 2000 Scribe-Videos. Scribe-Videos gibt es zu über 100 Städten in Deutschland, von A wie Aachen bis W wie Würzburg. Mit der Scribe-App haben Sie Zugriff auf alle 2000 Videos und können bei Ihrem individuellen Stadtbummel mobil durch die Videos einer Stadt navigieren. Testen Sie die Scribe-App kostenlos.